Im Käfig habe ich gelernt, mich durchzusetzen, gegen andere zu behaupten. Erfolgreich zu sein. Trickreich zu sein. Im Käfig habe ich gelernt, wie man Leute dribbelt. Wir haben in Bremen Huchting. Das war so ein Ascheplatz, aber so ein Käfig. Ja, da haben wir jeden Tag gespielt. Ne? Die Person, die den Ball hatte, war der König oder die Königin. Immer die gleiche Regel. Entweder 2 Tor oder 10 Minuten. Da gibt es oft kein Foul und sowas. Und da wird man abgehärtet. Ne? Und ich sag mal so, klar, jetzt bin ich Fußballprofi, aber ich habe das immer noch in mir.